Schamanen wussten. Und dann stellten sie sicher, dass es keiner in der Zukunft mehr erfahren würde. Also das schamanische Wissen und die mündlichen Überlieferungen aus Südafrika und die Traditionen wurden weitergegeben und in das Netzwerk der schamanischen Geheimgesellschaften gespeist. So blieben die Informationen erhalten, was sie sonst nicht wären, wenn die Schamanen sie nicht bewahrt hätten. Und er sagte, vor 50 Jahren oder inzwischen etwas mehr, wurde er in dieses Netzwerk der Geheimgesellschaften eingeführt. Und als Teil dieser Einweihung erfuhr er die Geschichte der Chitahuri, die eine hybride Blutlinie waren, aus einer Rasse von reptilischen Wesen, die sich mit den Menschen fortpflanzten. Und aus seiner Einweihung vor 50 Jahren und allem, was er seitdem erfahren hatte, kamen präzise die gleichen Kenntnisse darüber, die ich von Leuten in Gesprächen erfahren hatte und aus alten Schriften. Die Situation stellt sich also folgendermaßen dar. Diese Wesen operieren in die meiste Zeit etwas außerhalb unserer physischen Wahrnehmung, des Lichts, das wir sehen können. Und sie besetzen oder übernehmen die geistigen und emotionalen Bereiche dieser hybriden Blutlinien. Aus einem einfachen Grund, nämlich weil da eine genetische Nähe ist durch die hybriden Natur. So ähnlich wie zwei Radiostationen, die im Frequenzbereich ganz nahe liegen, ist da eine Resonanz zu den Blutlinien. Es ist für sie also sehr viel einfacher, diese Mitglieder der Blutlinien zu besetzen, als es wäre, die Menschen zu besetzen, die nicht aus diesen Blutlinien stammen. Aber tatsächlich hat inzwischen jeder von uns einen gewissen Anteil dieses reptiloiden Blutes in sich. Man sagt ja, wir hätten ein Reptiliengehirn. Ja, genau. Das Reptilienhirn ist der älteste Teil unseres Gehirns, wo wir unsere Überlebenstaktiken herhaben, den Fluchtinstinkt. Und es sieht die Dinge eher in Bildern als in Worten. Und das ist tatsächlich anerkannte Wissenschaft, woher wir auch unser kaltblütiges Verhalten her haben. Ohne Mitgefühl für ein Opfer oder für die leidvollen Konsequenzen unserer Taten für andere. Durch das Reptiliengehirn sind wir auch empfänglich für hierarchische Strukturen, von oben nach unten, den Wunsch zu kontrollieren, Macht auszuüben und all diese Dinge. Nun, bei den meisten Menschen werden diese Anteile ausbalanciert durch andere Teile. Aber wenn da ein größerer Anteil der reptilischen Gene in jemandem ist, dann sind diese Eigenschaften bei ihm mehr ausgeprägt. Und als ich das erste Mal von der konventionellen Wissenschaft über die Herkunft des Reptiliengehirns hörte, fiel ich fast vom Stuhl, weil ich genau die Charaktereigenschaften des Netzwerks von Familien erkannte, die an den Spitzenpositionen der Pyramide sitzen und durch die die Menschheit Tag für Tag mehr versklavt wird. Sehen Sie, Empathie, Mitgefühl ist ein sehr wichtiges Sicherheitssystem für menschliches Verhalten. Denn wenn man mitempfinden kann, was jemand empfindet, als Reaktion auf das, was man jemandem antut, dann ist das ein enorm wichtiges Regulativ im menschlichen Verhalten. Stellen Sie sich vor, weil das der Fall ist bei diesen Blutlinien, wenn man nicht die Fähigkeit hat, mitzuempfinden mit einem Opfer, dann gibt es ja keine emotionalen Konsequenzen für deren Handlungen. Und was sich ja ganz viele Menschen überhaupt nicht vorstellen können, dass es ein geheimes Netzwerk geben soll, das die Anschläge vom 11. September 2001 geplant hat und 3000 Menschen, hauptsächlich Amerikaner, geopfert haben soll. Oder wie jemand, nur um einen bestimmten Plan zu verfolgen, den Irak angreift, Bagdad mit Streubomben bombardiert, mit hunderttausenden zivilen Opfern. Die Leute, die sich das nicht vorstellen können, haben Mitgefühl. Daher beurteilen sie das, was diese mächtigen Familien tun würden, auf der Basis dessen, was sie tun würden. Und wenn man das tut, erschließt sich das alles überhaupt nicht. Denn sie sind nicht wie wir. Also, wenn wir getötete Kinder im Irak sehen, sind wir emotional abgestoßen davon. Ihnen ist das völlig egal.
Der Zweck heiligt die Mittel. Und sie haben Rituale. Also an der Spitze der Pyramide, die Familien in den höchsten Ebenen wissen genau, was vor sich geht. Und sie öffnen sich für diese Besetzung. Und sie öffnen ihre Kinder dafür. Und deswegen haben wir diese endlosen Geschichten in diesen Familien. Bohemian Grove und sowas. Ja, das und noch viel Schlimmeres. Sie unterziehen ihre Kinder grausamen Ritualen, die sie öffnen für diese Schwingungsverbindung, die wir Besetzung nennen. Und so geht es zur nächsten Generation über. Denn für diese reptiloiden Wesenheiten, die gerade etwas außerhalb der menschlichen Wahrnehmung liegen, ist der menschliche Körper nichts weiter als ein Vehikel, um zu manipulieren und zu kontrollieren. Immer wenn ich daran denke, habe ich dieses Bild. Können Sie sich so einen Tank in einem Labor vorstellen, wo etwas drin ist, was viel zu gefährlich ist, um es anzufassen? Und der Wissenschaftler ist außen und kann durch Handschuhe in diesen Bereich eingreifen. Also auf der Schwingungsebene ist das ziemlich genau die Situation, in der wir uns befinden. Und die Gummihandschuhe erscheinen uns von unserer Seite aus als menschlich. Kommen die außerirdischen Reptos von Alpha Draconis? Nun, je mehr ich mich damit beschäftige, desto weniger würde ich sie als außerirdisch bezeichnen. Natürlich ist alles, was nicht von der Erde ist, außerirdisch. Aber ich nenne sie eher interdimensionale, weil sie die Fähigkeit haben, in dieser Dimension rein und raus zu gehen. Sehen Sie, das reptilische Thema ist nur ein Aspekt der Manipulation. Es ist nicht der Ursprung. Es gibt unterschiedliche Ebenen der Forschung über diese Verschwörung. Die meisten Personen, die sich mit Verschwörungen befassen, kommen nur bis an den Punkt, wo sie bis an die Verschwörer kommen, die in dunklen Anzügen an einem Tisch sitzen. Meistens Männer, aber nicht immer, die das Ganze steuern. Nein, nein, da ist immer noch eine Ebene, in der mit denen gespielt wird. Der Tisch existiert, aber es ist nur eine Requisite. Andere Leute sagen, ah ja, es sind die Reptos, die alles steuern. Nein, das ist immer noch eine Ebene der Aufführung. Sehen Sie, ich bin auf der Suche nach der Quelle, dem Projektor, wenn Sie so wollen, dieses Films der manipulierten Realität. Ich denke, am Ende findet man nicht mal etwas in einer Verkörperung, wie wir es wahrnehmen. Es ist eher ein Bewusstsein, das durch diese verschiedenen Ebenen wirkt. Das macht es für Leute natürlich so schwer, das zu verstehen, weil sie das nicht sehen können. Sie sagen, zeigt mir Bilder von einem Repto und vielleicht glaube ich es dann. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Ich war nachts auf, so um 2 Uhr morgens. Ich sprach mit einem amerikanischen Radiosender, ein christlicher Sender, und die sagten, oh ja, wir hätten Sie gerne in der Talkshow. Und ich sagte, klar, okay. Wir verabredeten 2 Uhr unserer Zeit. Ich war also auf, halb verschlafen, und ich merkte, dass er mich nur eingeladen hatte, um über mich herzuziehen, sich lustig zu machen. Und da war dieser wundervolle Moment, denn ich überlegte, wach auf, was kannst du machen? Und er erzählte, oh, es sind nicht die Reptos, es gibt keine Reptos, es ist Lucifer, der ist hinter allem. Und ich sagte nichts. Wenn er das so sehen will, ist es seine Sache. Dann sagte er irgendwann, ich hätte ja keine Bilder von Reptos und all dem, wie soll man das ernst nehmen? Und da sagte ich, dann zeig mir ein Bild von Lucifer. Nicht wahr? Also, Sie kennen das, wie das im Radio ist. Ein bisschen Stille, die sich endlos anfühlt. Stille. Und dann sagte er, nach einer ganzen Weile Stille, was war das? Er brauchte offenbar ein bisschen Zeit zum Denken. Okay, ich sagte nochmal, zeig mir ein Bild von Lucifer. Massive Stille. Und dann sagt er, oh, sehr cool. Aber es war nicht cool. Es war die natürliche Konsequenz von dem, was er sagte. Und die Pointe ist, es ist unglaublich, wie viel die Leute an Beweisen verlangen für die Ansichten anderer Leute, während sie nicht mal im Ansatz Beweise für ihre eigenen Ansichten haben. Es ist nicht wahr, dass es keine Bilder in Anführungszeichen gibt. Denn es gibt bildliche Darstellungen dieser reptilischen Wesen überall in der Antike. Credo Mutwa hat eine ganze Menge Informationen darüber.
Man findet heute im Internet, bei YouTube und so weiter, eine Menge kleiner Videos von Formwandlern, Reporter, die ihr Aussehen verändern, Bush mit geschlitzten Pupillen und so weiter. Ist das Realität? Ich denke, Leute sollten sehr, sehr vorsichtig sein, dass sie nicht Bildartefakte und Pixelfehler als Beweise für Reptos ansehen. Ich habe einige gesehen und denke, das soll wohl ein Witz sein, weil durch die Kompression Pixelfehler entstehen. Da muss man vorsichtig sein, oder man gibt sich der Lächerlichkeit preis. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die gesehen haben, wie so etwas passiert, überall auf der Welt. Ich war in 45 Ländern bisher. Können Hellseher damit in Verbindung kommen, wenn sie die höheren Schwingungsebenen wahrnehmen können? Nun, ich habe tatsächlich hellsichtige Leute getroffen, zu Beginn meiner Forschung, wo ich noch gar nichts über Reptos veröffentlicht hatte, und sie haben mir teilweise erzählt, dass sie manchmal solche reptiloiden Wesenheiten gesehen haben, die bestimmte Leute überschatten, sozusagen. Und das ist so, weil sie ihre Frequenz verändern können, was sie dekodieren können. Und sie sehen Sachen, die außerhalb normaler menschlicher Sichtweise sind. Und ich selber hatte mein Erlebnis mit einem Wesen, nicht Repto, aber interdimensional, was stattfand, lange bevor ich überhaupt in diesem Thema drin war. Da war ich noch Sprecher der Grünen. Ich war noch nicht bei dieser hellsichtigen Frau oder irgendeinem Hellseher. Ich arbeitete für die BBC und wir hatten eine Wahl der Grünen, die ein großer Erfolg war für uns, 1989. Und die Meinungsumfragen zeigten ganz klar, dass wir ganz gut abschneiden würden. Es war das erste Mal, dass in der Wahlberichterstattung auch ein Vertreter der Grünen eingeladen wurde. Ich wurde von Sky TV eingeladen. Ich fuhr dahin, 1989, wurde von einer Dame in einen Schminkraum gebracht, die Tür war offen, der Raum war leer und sie sagte, es wird sich gleich jemand um sie kümmern und ging weg. Ich setzte mich hin, sah in den Spiegel, ich dachte, der Raum war leer und dann nahm ich über meiner rechten Schulter wahr, verdeckt von der Tür, weswegen ich dachte, es wäre keiner da, dass da jemand saß, der offenbar darauf wartete, dass er abgeschminkt wurde nach einer Sendung. Und das war Ted Heath. Ted Heath war 1974 Premierminister von Großbritannien. Er brachte uns in die Europäische Union. Und später erfuhr ich eine ganze Menge über seine reptilischen und satanischen Verbindungen. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich nichts über all das. Ich bin ein freundlicher Mensch, wusste, dass er früher Premier gewesen war und sagte, hallo, wie geht es Ihnen? Er sagte kein einziges Wort. Alles, was er tat, war, seinen Stuhl zu drehen und er sah mich an und sagte kein einziges Wort. Er saß da, seine Hände auf dem Schoß und seine Augen begannen mich zu betrachten, von oben über meinem Kopf, langsam runter und dann langsam wieder hoch. Und als er damit fertig war, sah er in den Spiegel, ohne ein Wort. Und während er, wie ich es nennen würde, mich scannte, und ich weise nochmal darauf hin, dass ich zu der Zeit überhaupt keinen Bezug zu irgendwelchen Verschwörungssachen hatte, wurden seine Augen komplett